Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Aussage hinter unserem Antrag ist eigentlich ganz einfach. Sport und Wohnen sollen in räumlicher Nähe miteinander vereinbar sein. Leider ist das unter den gegebenen Bedingungen in einigen Regionen Deutschlands nicht ganz so einfach möglich. Denn die Rechtslage in Bezug auf die Lärmschutzverordnung bei Sportstätten ist veraltet, uneinheitlich und undeutlich. Das Ergebnis sind verfallene Sportplätze oder Sportanlagen, die zu weit außerhalb liegen. Der DOSB beziffert den Investitionsstau bei Sportstätten im Breiten- und Spitzensport auf 42 Milliarden Euro. Dabei ist es nicht so, dass keiner handeln will. Selbst wenn Kommunen die Mittel aufbringen könnten, um die Sportanlagen auf Vordermann zu bringen, müssen sie befürchten, die Standorte gleich ganz zu verlieren. Am Ende also gibt es entweder moderne Sportplätze in Randlage oder wenig genutzte ältere Sportanlagen vor der eigenen Haustür. Beispiel Altanlagenbonus. Wenn ein Sportverein sich eine Sanierung seiner Sportstätte wünscht, die auch die neuesten Umweltstandards genügt, dann läuft er Gefahr, dass die Genehmigung für den gesamten Betrieb auf den Prüfstand kommt. Das ist in mehrerlei Hinsicht absurd. Derzeit befinden wir uns in einer Grauzone. Es ist nie sicher, ab wann ein Umbau zum Wegfall des Bestandsschutzes führt. Wir fordern deshalb eine bundesweite Regelung, die endlich Klarheit schafft und es erlaubt, ökologische Verträglichkeit auch in der Stadt sicherzustellen. Ein weiterer Punkt ist die Privilegierung von Kinderlärm. Wir erinnern uns, in der letzten Wahlperiode haben wir erst klargestellt, dass Kinder natürlich den ganzen Tag auf dem Spielplatz spielen können. Aber warum sollte das bei Sportplätzen anders sein? Wir sind uns doch eigentlich alle einig, Kinder und Jugendliche brauchen Bewegung, sie sollten Sport treiben und sich austoben dürfen. Leider sieht die Wirklichkeit anders aus. Das Robert-Koch-Institut hat in einer 2014 erschienenen Studie herausgestellt, dass zwar gut drei Viertel aller Kinder und Jugendlichen regelmäßig Sport treiben und sich ausreichend bewegen. Gleichzeitig aber sind nach den aktuell vorliegenden Zahlen 1,9 Millionen Kinder zwischen 3 und 17 Jahren in Deutschland übergewichtig. Das entspricht 15%. Ich sage jetzt nicht, dass das nur an der Lärmschutzverordnung liegt. Aber wir sollten natürlich frühzeitig an den Stellschrauben drehen. Die Lärmschutzverordnung ist eine solche Stellschraube. Wenn es keinen geeigneten Sportplatz vor der Tür gibt, dann gibt es auch weniger Anreiz, vor die Tür zu gehen und Sport zu treiben. Natürlich gibt es auch zwei Seiten der Medaille. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben selbstverständlich auch ein Anrecht auf Ruhe. Daher lautet unsere Forderung nicht einfach sportfrei und der Rest schert uns nicht. Man muss schon unterscheiden, ob der Sportlärm von Kindern und Jugendlichen kommt, die in ihrer Freizeit aktiv gestalten wollen, oder von den Sportereignissen mit einem weitaus höheren Zuschaueraufkommen zu rechnen ist. Solche Veranstaltungen sollen in diesem Fall dann zu den genehmigungsbedürftigen Anlagen gezählt werden. Für alle Beteiligten ist es zudem sinnvoll, einheitliche Prüfmethoden zu wählen. Auch dies ist bisher nicht geregelt. Das Bundesumweltministerium hatte ja bereits Anfang des Jahres im Sportausschuss angekündigt, dass hier was geändert werden soll. Bis jetzt ist heute noch nichts passiert. Warum lösen Sie diesen Flickenteppich an kommunalen Einzelregelungen nicht auf und schaffen eine verlässliche gesetzliche Grundlage nach heutigen Bedürfnissen und Anforderungen? Unser Antrag soll eine Anregung sein, damit wir noch in dieser Wahlperiode der Lösung endlich näher kommen. Und ich denke, das ist in unser aller Interesse. Dankeschön. Vielen Dank. Für die CDU-CSU spricht jetzt der Kollege Carsten Möhring.